Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich an einem Dienstagabend ins Vogelhaus gefunden haben, zu einem sicherlich sehr spannenden und inspirierenden Abend. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anne Brandl, ich bin Professorin für Raumentwicklung am Institut für Architektur und Raumentwicklung der Universität Liechtenstein. Und ich habe heute die wunderbare Aufgabe, durch diesen schönen Abend zu führen und zu begleiten. Der Abend steht ganz unter dem Motto Grenzgänger Wissenschaft. Das ist, der ein oder andere von Ihnen ist sicherlich nicht zum ersten Mal dabei. Eine Veranstaltung des Denkraum Bodensees, der Universität Konstanz, der Hochschule Konstanz, der Pädagogischen Hochschule Torgau und noch vielen anderen, denen es ein ganz großes Anliegen ist, die Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schlagen. Einerseits Ihnen, die in einem bestimmten Bereich vielleicht nicht forschen und arbeiten, ein bisschen zu vermitteln, worüber wir gerade so nachdenken. Und zum anderen aber auch wir als Wissenschaftler gerne natürlich auch hören wollen, was interessiert eigentlich all jene, die mit was ganz anderem befasst sind und inwiefern inspiriert uns das auch wieder als Wissenschaftler, bestimmte Themen aufzunehmen. Weil es um einen Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit geht, ist diese Veranstaltung auch in einem besonderen Rahmen. Es geht darum, dass auch Sie mitwirken. Wir haben bestimmte Fragen vorbereitet im Rahmen des Themas, wo wir gerne wissen möchten, was Sie davon halten, wie Sie auch bestimmte Entwicklungen einschätzen, was für eine Meinung Sie haben. Das heißt, die Dynamik des heutigen Abends wird auch ganz wesentlich von Ihnen mitbestimmt. Und jetzt habe ich die schöne Aufgabe, Ihnen kurz zu erklären, wie das funktioniert. Wenn die Fragen gestellt werden, ich werde sie vorlesen, auch die Antworten dazu, und jede Antwort ist mit einer bestimmten Zahl versehen, 1, 2, 3, 4 oder 5, je nachdem, wie viele Antworten es gibt. Und dann muss man, je nachdem, was man glaubt, was das für eine Antwort ist, die Zahl drücken. Und mir wurde jetzt nochmal inbrünstig von den Technikern versichert, bitte nicht okay drücken und nicht grün oder rot, sondern einfach nur die Zahl. Und ich denke, dann ist es ganz spannend, wenn wir alle sehen können, wie hier so das Meinungsbild ist. So, und damit wir auch wissen, ob das funktioniert, fangen wir gleich mit einer allerersten Frage, die noch nicht zum Thema gehört, an, nämlich mit der Frage, wie Sie von der heutigen Veranstaltung erfahren haben. Erstens durch, jetzt muss ich das lesen können, gell? Durch Plakate oder Flyer an der Hochschule oder in der Stadt. Zweitens über einen E-Mail-Newsletter der Hochschulen. Drittens über Social-Media-Beiträge, zum Beispiel Facebook. Viertens aus der Zeitung oder fünftens von Freunden, Bekannten, Kollegen. Ich bitte ganz kurz, innerhalb von 25 Sekunden, also auch hier müssen wir schnell uns entscheiden im heutigen Abend, dass Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 drücken und wir dann schauen, ja, wie Sie auf den heutigen Abend aufmerksam geworden sind. Also erstens durch Plakate oder Flyer an der Hochschule, in der Stadt, zweitens über E-Mail-Newsletter, drittens Social-Media-Beiträge, viertens aus der Zeitung oder fünftens von Freunden, Bekannten und Kollegen. Ja, das klappt ja schon mal wunderbar und zeigt auch, dass in Konstanz tatsächlich der reale Austausch und die Face-to-Face-Kontakte am besten funktionieren, also die meisten über Freunde, Bekannte und Kollegen. Wunderbar. Und ich bin beruhigt, weil die Technik funktioniert. Also, worum geht es heute? Jetzt will ich zum Eigentlichen und Spannenden kommen. Das Thema des Denkraum Bodensees 2019 ist das Thema Zukunft und Veränderung im ganz Allgemeinen. Und heute speziell an diesem Abend geht es uns um das Thema Raum und Raumgestaltung und in dem Zusammenhang um die Frage, inwiefern neue Informations- und Kommunikationstechnologien, also Smartphone, Internet, E-Mail, Facebook, inwiefern diese Technologien unsere Möglichkeiten der Raumgestaltung und der Raumnutzung verändern, erweitern, beeinflussen und so weiter. Darüber wird heute zu diskutieren sein. Fakt ist, dass diese neuen Medien, und das brauche ich, glaube ich, nicht, das ist inzwischen, glaube ich, allen bewusst, dass diese neuen Medien neue virtuelle Situationen schaffen, neue Situationen im Realen, die aber eine andere Form des Erlebens, des Miteinander Kommunizierens bedeuten. Situationen, wo es auch eine Verschränkung gibt zwischen dem unmittelbaren realen Austausch und virtuellem Setting. Das heißt, diese Medien verändern die Art und Weise, wie wir miteinander reden, aber sie schaffen
darum soll es uns heute gehen, auch neue Arten von Räumen, die ganz anders sind als zum Beispiel der Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Also diese Räume werden wir nicht oder begeben, in diese begeben wir uns nicht hinein, wie hier mit so einer wunderbaren Holztür und Glasfenstern, sondern das sind Räume, da machen wir den Computer an und drücken auf die Maustaste und dann sind wir auch in einem Raum. Aber das ist natürlich ein anderer Raum als der, in dem wir uns hier gerade befinden. Und zunehmend geht es auch, zumindest in dem wissenschaftlichen Diskurs, was ich so mitbekommen habe, auch nicht mehr darum, gibt es nur den einen Raum, den realen, und den anderen Raum, den virtuellen Raum, sondern es gibt auch ganz viele Graubereiche dazwischen und die wollen wir heute ein bisschen austarieren. Nun ist das Thema Raum, Raumgestaltung unglaublich groß. Also ihr könnt jetzt denken, wir reden hier vom Weltraum oder vom Freiraum oder vom Innenraum. Also und ist das dann das Wohnzimmer oder ist es die Küche? Und weil das alles so weit ist, haben wir uns entschieden, das noch einmal zu fokussieren auf das Thema Museen und Ausstellungsräume. Und darum soll es heute gehen oder das soll zumindest der Startpunkt sein. Und dann schauen wir, wo uns die Dynamik der Diskussion, aber auch ihrer Rückfragen hinführt, ob wir dann auch allgemeiner zur Frage von virtuellem und realem kommen. Aber anfangen wollen wir mit dem Thema der Museen und der Ausstellungsräume. Und deswegen sitzen hier zu meiner Rechten auch zwei Herren, die ganz viel zu diesem Thema zu sagen haben. Und wo ich jetzt bitten möchte, dass Sie sich ganz kurz vorstellen. Zum einen Herrn Reiterer von der Universität Konstanz, Informatiker, und Herr Schlag von der Hochschule Konstanz, Architekt. Herr Reiterer, darf ich Sie bitten, dass Sie sich gleich als erstes vorstellen? Gut, ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie alle da zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung erschienen sind. Ich bin auch ein Grenzgänger. Vor 22 Jahren habe ich die Grenze zwischen Österreich und Deutschland überschritten und hier meine Stelle als Professor an der Universität Konstanz angetreten und bin dort im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft. Und mein Themenschwerpunkt ist dort Mensch-Computer-Interaktion. Wie bringen wir den Computer bei, dass er uns auch tatsächlich versteht? Dazu entwickeln wir unterschiedliche Interaktionskonzepte und das ist mein Forschungsschwerpunkt. Wieso kam ich zu Ausstellungen? Das werden wir sicher noch vertiefen können, aber es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten der Mensch-Computer-Interaktion. Das macht sie auch so interessant und attraktiv. Eine besondere Herausforderung ist das Thema Museen und Ausstellungen, weil hier hat man es ja mit Besuchern zu tun, die in der Regel kein interaktives Programm erlernen wollen oder ein dickes Tutorial lesen wollen oder ein dickes Benutzerhandbuch, sondern sie wollen ja sofort verstehen, wie man eine interaktive Medienstation bedienen kann. Und deswegen ist das für mich eine sehr spannende Anwendungsdomäne, um eben neue Interaktionskonzepte zu entwickeln, die für die Leute sehr schnell intuitiv, das heißt mit geringem Aufwand, erlernbar sind. Und das ist sozusagen die rationale Erklärung, wieso ich mich für das Thema interessiere. Die emotionale, ich bin ein begeisterter Besucher von Ausstellungen und Museen und habe mir daher sozusagen den Luxus geleistet, auch das als Anwendungsdomäne zu meiner Forschung zu machen. Und über diese Anwendungsdomäne sind Eberhard Schlag und ich in Kontakt gekommen. Bevor wir jetzt zu Herrn Schlag kommen, Herr Reiterer, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Mensch-Computer-Interaktion und, glaube ich, behaupten zu dürfen, wissen auch um die Potenziale dieses Themenfeldes schon viel länger als wir alle hier, die wahrscheinlich vor allem Anwender sind. Und in diesem Zusammenhang finde ich es immer sehr spannend, wie schnell sich auch Technologien verändern. Einfach auch noch mal zum Warmwerden, weil wir es gerade geübt haben und damit es nicht verloren geht, würden wir gerne hier auch schon eine erste Umfrage oder eigentlich sogar zwei im Blog anführen wollen. Und zwar zum einen die erste Frage, wann kam das Apple iPhone auf den Markt? Hier gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Einerseits erstens im Jahr 1997, zweitens im Jahr 2000, drittens im Jahr 2005 oder viertens im Jahr 2007. Ich bitte auch hier wieder innerhalb der nächsten 25 Sekunden um eine Nummer, 1, 2, 3 oder 4. Okay.
Okay, die überwiegende Mehrheit ist der Meinung 2005. Tatsächlich ist es erst 2 Jahre später, 2007, auf den Markt gekommen. Aber unabhängig von der kurzen Distanz ist doch die Stoßrichtung die richtige, dass es in unglaublich kurzer Vergangenheit tatsächlich hier auch ein Medium auf den Markt gekommen ist, das sicherlich unser aller Leben verändert hat. Vielleicht gleich noch die Anschlussfrage. Wie viele Smartphones wurden im Jahre 2018 weltweit verkauft? Auch hier gibt es wieder 4 Antwortmöglichkeiten. Erstens 100 Millionen Smartphones, zweitens 450 Millionen Smartphones, drittens 820 Millionen Smartphones oder viertens 1,4 Milliarden. Ja, auch hier ist die Tendenz gut, aber nicht ganz richtig. Tatsächlich ist die Antwort die Nummer 4, also dass bereits letztes Jahr 1,4 Milliarden Smartphones verkauft wurden. Und ja, ich denke, vielleicht kommen wir auch später nochmal darauf, inwiefern, das würde mich auch interessieren, das habe ich Sie in der Vorbereitungsgespräch nicht gefragt, inwiefern Smartphones hier auch eine Anwendung finden. Ja, aber nein, das wird jetzt noch nicht beantwortet. Oh! sondern wir kommen dann vielleicht nachher auf die Frage zurück, ob von den 1,4 Milliarden, wie viele davon in Ihren Ausstellungen verwendet werden. Herr Schlag, vielleicht ganz kurz, Herr Reiterer hat schon angedeutet, dass es auch Sinn macht, warum Sie beide zusammen hier sitzen, aber ich möchte vielleicht kurz, dass Sie sich auch noch mal erst vorstellen, wer Sie sind und dann vielleicht tatsächlich auch darum überleiten, warum Sie beide gemeinsam hier sind. Ja, sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen heute Abend. Schön, dass Sie hier sind. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin ja schon vorgestellt worden als Architekt und Architektur habe ich auch studiert, tatsächlich in Stuttgart und in Chicago. Und ich bin insofern auch ein Grenzgänger, weil ich mich dann doch ein Stück weit von der Architektur entfernt habe und zwar schon sehr früh. Ich habe 1997, das wäre zwar eine längere Geschichte, aber die erzähle ich auch nicht in aller Ausführlichkeit, aber ich bin gefragt worden von meinem heutigen Partner, ob ich Interesse habe, einen Wettbewerb zu machen für ein Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover damals. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die große Weltausstellung zur Jahrtausendwende. Und ich habe den Wettbewerb gemacht, direkt nach der Hochschule, habe ihn gewonnen und bin dann gefragt worden, jetzt musste das Ding auch machen und habe dann eben so als Berufsanfänger ohne jede Berufserfahrung, das darf man heute eigentlich gar niemandem mehr erzählen, die Verantwortung für ein 25-Millionen-Projekt bekommen. Und das Spannende für mich war eigentlich nicht der Architekturteil, weil Architektur hatte ich ja zumindest studiert und Architektur konnte ich, aber es ging dort eben auch um einen Markenauftritt, also um die Konzeption und Produktion von einer Ausstellung mit allen Medien und so weiter. Und davon hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und das habe ich mir sukzessive oder haben wir uns dann auch in einem immer größer werdenden Büro erarbeitet und uns da Kompetenzen erworben. Und das Spannende für mich war eigentlich, dass ich eine völlig neue Art von Raum kennengelernt habe. Ich kannte den architektonischen Raum, den wir an der Hochschule gelernt hatten, der Funktionen zu erfüllen hat, bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Aber was ich neu gelernt habe, ist, dass Raum eben auch ein erzählerisches Potenzial haben kann, dass er eine Geschichte erzählen kann und dass er den Besucher auch in einer Dramaturgie durch diese Geschichte führen kann. Und das machen wir mittlerweile seit 20 Jahren. Wir waren damals, wenn man so will, Pioniere, Start-ups, 5 Personen in der kleinen Garage in Fellbach und sind mittlerweile ein großes Unternehmen mit 110 Mitarbeitern und bearbeiten Projekte weltweit. Und seit 2010 darf ich das, was wir uns da erarbeitet haben, hier an der Hochschule an die Studierenden weitergeben. Da bin ich sehr froh drum.
Und begonnen habe ich natürlich zu vermitteln, das, was ich kann, auch hier wieder in einer Art Grenzgängertum. Also meine Aufgabe hier an der HTWG war es zunächst, die Studiengänge Design und Architektur zusammenzubringen. Und irgendwann hat mich dann Harald Reiterer angesprochen. Also er hat gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Hauser von den Historikern hier Ausstellungen in Konstanz gemacht gehabt. Und ich habe das Gleiche hier versucht mit Architekten und Designern. Und wir haben dann eigentlich beide sofort gemerkt, dass wir uns extrem stark unterstützen können. Ausstellungen, wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, sind natürlich extrem interdisziplinäre Projekte, wo unterschiedlichste Fähigkeiten und Kapazitäten gebraucht werden. Und ich hatte einen Teil und habe es versucht. Er hatte eine erste Kooperation und dann haben wir uns beide sozusagen als Grenzgänger gefunden. Die Grenze zwischen HTWG und Universität überschritten, durchbrochen und arbeiten seit 5 Jahren jetzt zusammen. Tatsächlich also über die Grenzen beider Hochschulen, über die Disziplinen sind mittlerweile 5 Studiengänge involviert, die gemeinsam an diesen Projekten arbeiten. Wir haben auch Forschungsprojekte, Drittmittelprojekte, die wir gemeinsam bearbeiten. Und das Schöne ist, ist ja die große Universität und die kleine HTWG, dass wir uns da eigentlich so von vornherein auf Augenhöhe begegnet sind und eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist nicht nur gut für die beiden Hochschulen, für die Stadt, sondern natürlich in erster Linie, und darum geht es ja letztlich auch für die Studierenden, die die Angebote bei uns wahrnehmen können. Aber das will ich jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen. Also wie sieht denn diese Brücke zwischen Ihnen aus? Also was sind das für konkrete Projekte? Ich stelle mir das, also Informatik ist irgendwie so trocken und technisch und Mathe und Ausstellung ist was Sinnliches und Ästhetisches. Also wie sieht denn diese Brücke da jetzt aus? Was sind das für Themen, für Projekte, die Sie gemeinsam machen? Oder was hat Sie auch fasziniert, miteinander zu arbeiten? Also Mensch-Computer-Interaktion ist einmal per se nicht trocken, denn es gibt eben neben dem Computer auch den Menschen sozusagen. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich mir genau diese Fachdisziplin in der Informatik herausgesucht habe, weil unser Ziel ist ja eine benutzer- oder menschengerechte Gestaltung. Der Benutzer steht im Mittelpunkt, im Zentrum und er sollte möglichst einfach und schnell, effektiv und effizient seine Aufgaben zu seiner subjektiven Zufriedenheit lösen zu können. Und das ist das Ziel, auf das wir hindesignen, wenn er das auch Usability oder Gebrauchstauglichkeit und das ist das allgemeine Ziel und da ist eben der Mensch mit in der Gestaltungsdimension ganz prominent drinnen und das macht die Thematik für mich auch unheimlich spannend. Wieso wir uns gefunden haben, das kann ich ganz einfach erklären. Wir haben uns eine Vision gegeben, die nennt sich Blended Interaction. Wir versuchen die reale Welt mit der digitalen Welt so zu vermischen, dass wenn beide Welten aufeinandertreffen, eine neue Qualität entsteht, auch eine neue Interaktionsqualität. Das heißt, der reale Raum und der digitale Raum spielt für uns als Forschungsthema eine wichtige Rolle. Natürlich als Informatiker ist man im digitalen Raum nahe dran und auch zu Hause, und da fühle ich mich auch zu Hause. Ich fühle mich aber beim Design und der Gestaltung des realen Raums nicht so zu Hause. Und wir haben 4 Gestaltungsdimensionen identifiziert, persönliche Interaktion, soziale Interaktion, Interaktion eingebettet in eine übergreifende Aufgabe und schlussendlich eben auch die räumliche Gestaltung der Interaktion. Und für die räumliche Gestaltung der Interaktion ist es sehr sinnvoll, sich Architekten als Sparringpartner zu suchen. Und so sind wir zusammengekommen, weil mir klar war von Anfang an, wenn wir Ausstellungen machen wollen, dann denkt man zuerst vom Raum her. Und im Raum spielt dann irgendwann im realen Raum auch der digitale Raum eine wichtige Rolle. Und das Vermischen und Verschneiden dieser beiden Räume, dieses realen und dieses digitalen Raums, das ist die große Herausforderung. Das können Sie nur interdisziplinär machen. Sie müssen bereit sein, sich auf andere Interdisziplinen einlassen. Sie müssen eben Grenzgänger sein. Das ist mir also nicht schwer gefallen, weil die Mensch-Computer-Interaktion wildert in allen Gefilden. Wir machen nicht nur Informatik, wir machen auch Psychologie. Deswegen kooperiere ich auch gerne mit Psychologen und Psychologinnen, weil die Mensch-Computer-Interaktion natürlich, was die Gestaltung des Menschen betrifft oder die Berücksichtigung der Dimension Mensch, natürlich sehr stark auf Erkenntnisse aus der Psychologie angewiesen ist. Dann natürlich die Informatik spielt eine wichtige Rolle. Aber eben auch sowas wie Design, Interaktionsdesign, Produktdesign, Kommunikation.
Informationsdesign spielt eine unheimlich wichtige Rolle für die Gestaltung der Zugänglichkeit zu digitalen Welten. Und deswegen sind wir eigentlich per Definition, wenn wir als Forscher erfolgreich sein wollen, in der Mensch-Computer-Interaktion Grenzgänger. Wenn sie das nicht sind, sind sie eigentlich zum Untergang verurteilt. Kann man einen Bodensee ja jederzeit machen, ist relativ einfach, aber wir haben uns entschlossen, die Brücke über den Bodensee zu nehmen, an die HTWG rüber und eben gemeinsam mit den Kommunikationsdesignern und Architekten unsere Vision des der Blended Interaction, des Blended Museums, da werden wir sicher noch zu sprechen kommen, umzusetzen. Und da kam dann Eberhard ins Spiel. Ja, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich natürlich unser Rezeptionsverhalten in den letzten Jahren ganz stark verändert hat. Und wenn wir uns mit Räumen wie Ausstellungsräumen oder Museen auseinandersetzen, dann waren das noch vor einigen Jahrzehnten Räume, in denen man entweder ganz viel wissen musste, ja, das heißt, man ist dorthin gegangen als gebildeter Mensch und hat die Dinge aus der Distanz betrachtet und sich vielleicht auch nicht mal getraut, irgendwelche Fragen zu stellen. Und in dem nächsten Schritt konnte man sich dann vielleicht Informationen erlesen. Aber ich glaube, das ist schon seit vielen Jahren eben nicht mehr zeitgemäß. Und die Aufgabe von einem modernen Museum oder von auch zeitgenössischen Ausstellungen muss es natürlich sein, Wissen so zu vermitteln, dass wir es fast intuitiv erfahren können, dass wir es erleben können, dass wir vielleicht auch partizipieren können. Ich meine, Sie merken jetzt gerade alleine dadurch, dass Sie so ein Gerätchen haben und hier ein bisschen partizipieren können, entsteht schon eine ganz andere Situation, als wenn Sie hier nur passive Zuhörer wären. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir in unseren Projekten, dass wir den Besucher involvieren, dass wir ihn um seine Meinung fragen, dass wir ihn in eine Diskussion einbinden. Und das führt natürlich zu völlig neuen Formen der Gestaltung. Und da helfen uns natürlich digitale Formate ganz extrem und bereichern eigentlich die Möglichkeiten, die wir haben. Und das war natürlich auch wieder für uns ein großer Anreiz, die Grenze zu überschreiten und zusammenzuarbeiten. Ja, weil wir die Dinge vielleicht vordenken können räumlich, aber sobald es dann konkreter wird, geht es einfach nur gemeinsam. Also neue Technologien als Möglichkeit anderer Wissensvermittlung, aber auch Ausstellungen anders zu erleben. Jetzt will ich es aber noch ein bisschen konkreter, also dass wir noch mehr die Brücke zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft überschreiten. Können Sie das an einem konkreten Projekt, beispielsweise an dem Palmyra-Projekt, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn Sie da zusammenarbeiten und so eine Ausstellung machen? Also ein Rebuild Palmyra war die letzte Ausstellung, die wir hier in Konstanz gemeinsam gestaltet haben. Wir machen alle 2 Jahre ein Ausstellungsprojekt. Das ist eingebettet in ein Lehrkonzept, das wir entwickelt haben. Da sind mehrere Lehrveranstaltungen davon betroffen. Es gibt eine einführende Veranstaltung, die wird typischerweise vom Historiker, vom Kollegen Hauser oder Kollegen Heiler gehalten. Das heißt Wege ins Museum. Wieso gibt es überhaupt Museen? Was ist die Aufgabe von Museen? Was zeichnet ein Objekt aus? Wie erschließt man ein Objekt? Also die klassische museale Ausbildung, sehr kompakt natürlich auf einen Kurs in einem Semester. Dann gibt es ein zweites Semester, das ist im Prinzip eine Art Ringveranstaltung, das wird vom Eberhard federführend durchgeführt an der HTWG. Der erste findet an der Uni statt, die zweite dann an der HTWG, wo wir den Leuten die Grundbegriffe der Szenografie beibringen. Was Szenografie ist, werde ich Ihnen nicht erklären, das macht Eberhard, weil das ist seine Domäne, aber wir spielen in der Szenografie eine wichtige Rolle, nämlich wenn es um die digitalen Medien geht und das vermitteln wir den Studenten, also an digitale Medien, Licht, Ton, aber eben auch Raum und sie lernen im Prinzip die Grundlagen der Szenografie und dann im dritten Semester wird eine Ausstellung konzipiert. Bei Rebuild Palmyra war es eben die Idee, Rebuild Palmyra soll man das zerstörte Kulturerbe in Palmyra wieder aufbauen und wenn ja, wie? Und das war die Frage, die wir an die Besucher der Ausstellung gestellt haben und im vierten Semester wurde die Ausstellung im Bildungsturm, heute Turm zu Katz genannt, umgesetzt, den wir immer von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben ihn schon das zweite Mal zur Verfügung gestellt bekommen und da
haben wir dann tatsächlich eine Ausstellung im Maßstab 1:1 umgesetzt. Das heißt, mit allen Medien, analogen, digitalen Medien, realer Raum, digitaler Raum und digitaler Raum, um jetzt mein Beispiel einzubringen, es gab eben auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit, über interaktive Tische, interaktive Wände zu erkunden, wie hat sich die Stadtentwicklung in Palmyra ergeben, das heißt, wie hat sich über die Jahrhunderte Palmyra zu einer mächtigen Handelsstadt entwickelt, wieso war Palmyra überhaupt so reich, weil es eine wichtige, bedeutsame Handelsstadt war, welche Kulturgüter und welche Güter hat es überhaupt gehandelt, das hat man dann auf einer interaktiven Wandkarte gesehen und dann gab es in einer Etage die Möglichkeit über Augmented Reality, also über erweiterte Realität, mithilfe von Tablets sich bestimmte ausgewählte Objekte, Theater, Tempel anzusehen, wie sie vor der Zerstörung ausgesehen haben, durch digitale Rekonstruktion. Es gab 3D-Drucke, die gezeigt haben, wie sie momentan ausschauen und es gab eben auch in der digitalen Welt die Möglichkeit zu zeigen, wie sie ausgeschaut haben, als sie erbaut worden sind, also in ihr ursprünglicher Zustand. Und wir hatten also verschiedenste digitale Medien, um das Wissen zu vermitteln. Also eine Augmented Reality über Tablets, interaktive Tische und Wände, um eben größere Zusammenhänge zu erklären. Wir hatten auch einen Zeitstrahl, wo dann Tablets eingebettet waren und Hörstationen. Wir hatten eben auch ein Hologramm, das frei im Raum schwebend sozusagen dargestellt hat, mithilfe eines Grabtums, eines holographisch dargestellten, wie viele Besucher haben für oder gegen den Wiederaufbau von Palmyra gestimmt, weil auf der letzten Etage mussten sie meine Frage beantworten, ja oder nein. Und das gab also vielfältige Möglichkeiten, unter anderem über digitale Medien eine Wissensvermittlung in einer sehr anschaulichen Form zu machen. Mhm. Unser Ziel ist immer so anschaulich zu machen, dass die Leute gar nicht das Gefühl haben, sie bedienen einen Computer, sondern sie bedienen eben eine Medieninstallation, die ihnen Wissen vermittelt in einer Art und Weise, die als intuitiv und unterhaltsam empfunden wird. Das ist unser Ziel. Der Computer sollte eigentlich im Idealfall verschwinden, als Computer in der Ausstellung gar nicht wahrnehmbar sein. Das ist die große Herausforderung. Und dann komme ich auch schon zum Ende, aber vielleicht kann ich es ja elegant einflechten. Wieso war die Frage nach dem Smartphone? Das Smartphone, vor allem eben das Apple iPhone, war so ein Game Changer, weil dann plötzlich ganz viele Leute verstanden haben, dass es Sinn macht, Geräte zu bauen, die sehr einfach und intuitiv zu bedienen sind. Nämlich Sinn macht auch im Sinne von, man kann damit verdammt viel Geld verdienen. Das Unternehmen wurde in relativ kurzer Zeit zum wertvollsten Unternehmen der Welt, weil sie eben verstanden haben, dass Leute eben sich nicht mit Technik um der Technik willen beschäftigen wollen, sondern sie wollen eben sehr schnell zu den Inhalten gelangen. Und das hat diese Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen brauche, sehr gut hinbekommen. Und die Mensch-Computer-Interaktion lebt davon, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung haben von neuen Medien. Das begann ja eigentlich relativ simpel mit Lochkarten und Steckverbindungen, um den Computer zu bedienen. Dann gab es die Tastatur, dann kam irgendwann einmal die Maus und heute können wir über Gesten, über Sprache, über das Auge, sogar über unser Gehirn den Computer steuern. Das heißt, alle Sinnesorgane oder fast alle Sinnesorgane können wir heute nutzen aufgrund neuer digitaler Möglichkeiten, um mit dem Computer zu interagieren. Und das öffnet natürlich einen gigantischen Gestaltungsspielraum, macht die Sache natürlich auch sehr herausfordernd und komplex für die Designer, für die Gestalter, für die Informatiker. Denn die Komplexität sollte ja nicht beim Benutzer anlangen und der Benutzer sollte in der Lage sein, mit dieser Vielfalt an Systemen dann intuitiv ein System benutzen zu können. Das ist die große Herausforderung, dieses Spannungsverhältnis zwischen der schieren Komplexität der Technologie und der vielfältigen Möglichkeiten auf ein intuitiv und freudvoll bedienbares Konzept zu reduzieren. Ja, und dann natürlich auf eine Geschichte, die dann wiederum im realen Raum stattfindet und für den Besucher eben auf ganz einfache, intuitive Art und Weise erlebbar ist. Und ich glaube, das war eigentlich die Herausforderung für das Ausstellungsprojekt Rebuild Palmyra, dass wir den Besucher eigentlich dort abgeholt haben, wo er sich befindet. Also er hat ein paar Informationen über die Medien bekommen und damit haben wir ihn zunächst mal konfrontiert. Und dann haben wir die Geschichte der Stadt erzählt und ihn am Ende, und ich glaube auch das ist eine ganz große Qualität von Ausstellungen, also im realen Raum sozusagen nach Palmyra gebracht. Er stand dann wirklich auf einer begehbaren Karte der Stadt und konnte sich durch diese Stadt bewegen, sie erleben. Und dabei spielen natürlich ganz viele räumliche, atmosphärische Qualitäten eine Rolle, auch das Licht eine Rolle. Und ich glaube, all das müssen die Studierenden lernen und verstehen und dann auch in den Raum umsetzen.
Und dann setzen wir halt nochmal einen drauf und sagen, okay, und dann kann ich noch meine Brille aufsetzen und dann tatsächlich virtuell mich dann auch noch nach Palmyra begeben und die Stadt tatsächlich erleben, wie sie ausgesehen hat vor der Zerstörung. Aber ich glaube, es ist eigentlich genau diese Kombination aus dem realen, aus dem erlebbaren Raum, der mit allen seinen Qualitäten direkt auf den Besucher wirkt, und dann die mediale, die digitale Ebene, die eben Zugänge ermöglicht, die sonst nicht möglich wären. Weil wir können natürlich nicht, oder wir konnten zumindest damals nicht nach Palmyra reisen, das war ja Kriegsgebiet. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, reale Ausstellungsobjekte, die vielleicht selber Geschichten erzählt hätten, nach Konstanz zu holen. All das war nicht möglich. Also haben wir dann eben versucht, über diese digitalen Rekonstruktionen, seien sie virtuell oder über den 3D-Druck, also physische Rekonstruktion, dann doch einen Teil des Erlebnisses hier nach Konstanz zu holen, auch ohne die reale Erfahrung machen zu müssen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist ein Mehrwert oder auch eine Qualität dieser neuen Technologien, nicht nur Fairness verfügbar zu machen, das machen wir tagtäglich mit WhatsApp oder wie auch immer, sondern auch eigentlich Dinge wieder zugänglich und sichtbar zu machen, die zerstört worden sind oder die vor der Zerstörung stehen und dadurch vielleicht auch den Museumsbesuchern einer Öffentlichkeit zu zeigen, was das für Werte sind und wie wichtig sie auch sind. Habe ich das richtig? Genau. Ich meine, das ist ja eigentlich genau die Aufgabe, die Museen haben, eben verloren gegangene Zusammenhänge, Kontexte wiederherzustellen. Und, ja. Mhm. Jetzt komme ich doch noch mal zum Sinnlichen oder auch zu der Frage des Spannungsfeldes zwischen dem Authentischen und dem Reproduzierten. Also ich meine, wenn ich bisher ins Museum gegangen bin und zum Beispiel in Berlin, also als Berlinerin muss ich jetzt Berlin kurz bringen, es tut mir leid, im Pergamon-Museum da Ausgrabungen gesehen habe und Tore und eben auch gesehen habe, die Farbe und die Schattierung und das Abblättern und ich bin mir bewusst, okay, das stand da vor 3000 Jahren, wie auch immer, tatsächlich dort. In Ihrem Palmyra weiß ich, das sieht zwar alles echt aus, ist es aber nicht. Also wie ist dieses Spannungsfeld zwischen Authentischem und Reduzierbaren, ist das etwas, das Sie beschäftigt oder... Absolut. Das ist eigentlich die zentrale Frage, die uns immer beschäftigt. Und ich glaube, man darf hier in der Diskussion eins nicht falsch verstehen. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir das Original oder das Authentische ersetzen wollen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ich glaube, der reale Raum, das reale Exponat, das reale Erlebnis ist tatsächlich durch nichts zu ersetzen. Aber es gibt natürlich zwei Ebenen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das eine ist, also wie erschließe ich mir die Information hinter dem realen Objekt? Kann ich natürlich einen Führer haben, der mich wunderbar einführt in die Geschichte und mir das alles live 1:1 erzählt, geht aber natürlich auch nicht immer. Und ich glaube, genau da bieten eben digitale Ebenen, die wir hinzufügen können, die Möglichkeit, Informationen zu ergänzen, einen Kontext zu ergänzen und so weiter. Wir nennen das Information on Demand. Das heißt, das ist eigentlich kein Widerspruch, ob Sie das reale, authentische Objekt betrachten, in aller seiner Schönheit, in seiner Aura, oder die Information bekommen. Sie können das quasi selber entscheiden. Sie haben das Objekt unverstellt und können jetzt zum Beispiel über eine zweite Ebene, die Sie zuschalten, über eine Augmentierung über ein Tablet oder ein anderes Device oder vielleicht sogar über eine Brille, die Sie sich aufsetzen, die Sie aber auch wieder absetzen können, eine Informationsebene hinzufügen, die Ihnen was erzählt, was Ihnen das Objekt an sich so nicht erzählt hätte. Und ich glaube, da sehen wir ein ganz großes Potenzial, genau in dieser Kombination zwischen dem authentischen Objekt und dieser zusätzlichen Ebene, die wir gerade mit den Möglichkeiten der neuen Medien hinzufügen können. Jetzt geht es Ihnen ja aber nicht nur um zusätzliche oder neue Informationen, sonst wären Sie ja mit Ihren Ausstellungen auch nicht so erfolgreich. Also Sie haben mal gesagt, für Sie ist es wichtig, dass Ausstellungen emotional berühren müssen. Und jetzt frage ich mich, ist das mit einer virtuellen Ausstellung möglich? Also wenn ich die Gewissheit habe, dass alles, was ich da sehe oder vielleicht irgendwie anfassen kann, nicht real ist. Also das eine ist ja, ich kriege Informationen, fantastisch, die ich sonst vielleicht nicht hätte, die ich auch
auch nicht sehen oder nicht hören kann. Aber das andere ist, macht das denn nicht auch was mit uns, die Gewissheit und das Wissen darum, dass es eben nicht echt ist? Oder wie schaffen Sie es, um noch konkreter zu fragen, dass wir trotzdem emotional berührt werden? Also ich glaube, wir haben ja grundsätzlich ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben im Ausstellungsbereich. Es gibt natürlich immer Ausstellungen, da haben Sie wunderbare Objekte, die ganz tolle Geschichten erzählen, die schon für sich sprechen und wo Sie vielleicht gar nichts tun müssen oder nur ganz wenig. Aber Sie haben ja auch ganz viele Situationen, wo Sie Themenausstellungen haben, wo Sie vielleicht auch zeitgenössische Fragestellungen beleuchten, wo die überhaupt nicht objektbasiert sind. Also wo Sie eigentlich eine Geschichte nicht anhand von Objekten und ihren Geschichten erzählen können. Und ich glaube, gerade da bieten eben digitale Medien ganz, ganz neue Formen des Zugangs und der Vermittlung. Ich glaube, grundsätzlich unterscheidet sich dann aber, wenn wir die Situation im Detail betrachten, dann der reale Raum und der virtuelle Raum auch nicht so stark voneinander. Ich glaube, grundsätzlich gelten dann wieder, wenn wir den Raum gestalten. Und wir müssen jeden virtuellen Raum genauso gestalten, wie wir den realen Raum gestalten. So wie dieser Raum irgendwann mal von jemand gestaltet worden ist, muss jeder virtuelle Raum eben genauso betrachtet werden. Und da gelten genau die gleichen Gestaltungsgrundsätze, die auch im realen Raum gelten. Und das ist eigentlich das Spannende, dass sich jetzt eigentlich im virtuellen Raum das Digitale und das Reale eigentlich fast symbiotisch wieder miteinander verschränken, während wir bisher in der zweidimensionalen Digitalität, die wir ja über den Screen hatten, eigentlich den Raum weitgehend ausgeblendet haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, den Raum wieder mit einzubeziehen und mitzugestalten. Und das finde ich auch ganz spannend jetzt, weil tatsächlich jetzt im virtuellen Raum dann die Raumgestalter, also die Architekten und die digitalen Gestalter, also die Informatiker, zusammenarbeiten müssen, damit das Ganze überhaupt stattfinden kann. Bevor wir vielleicht allgemeiner über virtuell, kontrareal oder Hybrid sprechen, vielleicht noch mal kurz auch noch mal zum Thema Museum oder Ausstellung. Herr Reiterer, Sie hatten, glaube ich, den Begriff Blended Museum schon erwähnt. Können Sie das noch mal kurz ausführen, was wir uns darunter vorstellen müssen? Ja, damit ist genau gemeint, dass man erstens, Museum ist eben eine Institution, wo man unter anderem eben auch Geschichten erzählt oder vor allem auch Geschichten erzählt. Und Geschichten kann man erzählen einerseits, indem man eben Objekte in einen realen Raum stellt und dass man zusätzlich zu diesen realweltlichen Objekten auf einer digitalen Tonspur, unter Anführungszeichen jetzt metaphorisch gesprochen, auch noch eine Geschichte erzählt. Und das Erzählen der digitalen Geschichte, das ist das sozusagen, das ist der digitale Teil des Blended Museums, das wir auch als virtuelles Museum bezeichnen. Das kann so etwas Einfaches sein wie eine Website, wo sich ein Museum eben auch für Besucher darstellt, die also nicht die Möglichkeit haben, jetzt ins Museum zu gehen. Kann man eben bestimmte ausgewählte Objekte über eine Website zur Verfügung stellen. Das setzt natürlich niemals das reale Museum, aber ist eine Möglichkeit, zumindest sich einen Überblick zu verschaffen, worum geht es denn eigentlich in einem Museum. Die andere Möglichkeit ist natürlich dann, dass man im realweltlichen Museum wirklich erläutert und erklärt, was dieses Objekt bedeutet hat. Um ein Beispiel zu bringen, wir haben jetzt gerade gemeinsam, wir sind gerade dabei, mit dem Archäologischen Landesmuseum in Karlsruhe ein neues Ausstellungskonzept zu entwickeln für die Abteilung Archäologie in Baden. Und da liegen ganz viele Objekte in Vitrinen oder werden liegen, die uns heute nichts mehr sagen, weil einfach das Wissen verloren gegangen ist, was dieses Objekt eigentlich bedeutet hat, über die Jahrtausende, denke ich. Also sie müssen den Leuten auch erläutern, was war die ursprüngliche Bedeutung, der Benutzungskontext dieses Objekts. Und das kommt dann Information on Demand, oder bei uns heißt das eben Blended Museum, ins Spiel. Realweltliches Objekt wird jetzt um eine digitale Geschichte angereichert, sozusagen um den digitalen Raum, der sich in den realen Raum einbettet. Und diese digitale Geschichte erläutert eigentlich, was dieses realweltliche Objekt ursprünglich für eine Bedeutung hat. Das Ganze ist im Idealfall dann nochmal in größeren Zusammenhang eingebettet, dass man, wenn man ein Museum durchläuft, also was wie ein Parcours hat, wo es bestimmte Stationen gibt, wo eben eine Geschichte über mehrere Stationen erzählt wird und auch die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Stationen, wo man Geschichten erzählt, können sie wieder sehr gut über digitale Medien unterstützen. Das heißt, wir sind im Prinzip auch Geschichtenerzähler, allerdings wir verwenden eben den digitalen Raum und digitale Medien, um den Teil der Geschichte, der sich eben gut über digitale Medien erzählen lässt, zu erläutern. Sind natürlich aber als Informatiker immer auf unsere Inhaltslieferanten angewiesen. Und das sind in unserem Fall eben dann beispielsweise Archäologen oder Historiker, die für die Inhalte verantwortlich sind. Und die Zusammenarbeit gerade zwischen den Leuten, die für den Inhalt verantwortlich sind und den Informatikern und auch den Kommunikationsdesignern und Architekten ist besonders spannend. Weil die entscheidende Frage ist immer, was lässt man weg?
Sie haben in der Regel immer mehr zu erzählen, mehr an Geschichten, als Sie tatsächlich dem Besucher zumuten können. Und unsere große Herausforderung besteht darin, also im Weglassen, im Mut zur Leerstelle. Und da gibt es dann immer interessante Diskussionen. Und das ist auch etwas, was wichtig ist für die Studierenden zu lernen, den Mut zur Leerstelle zum Weglassen. Weniger ist oft mehr auch für Besucher. Oder sich ein hierarchisches Vermittlungskonzept zu überlegen, was mit digitalen Medien sehr gut geht, wo jeder entscheiden kann, wie weit er in die Tiefe des digitalen Raums eindringt, um sich eine Geschichte erzählen zu lassen oder schon aussteigen und sagt, das reicht mir eigentlich, ich möchte gar nicht weiter in diese Thematik einsteigen. Und das sind die spannenden Herausforderungen, die ich sehe für jemanden, der sich mit Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt. Wie können wir diese realweltlichen und digitalweltlichen Erzählebenen unter Einsatz neuer interaktiver Medien einer neuen Qualität zuführen? Wie muss ich mir denn die Zusammenarbeit bei Ihnen vorstellen? Also ist das so, dass Sie, Herr Reitra, sich denken, also die Ausstellungsdesigner, die schöpfen ja irgendwie bei weitem nicht aus, was technisch möglich ist? Oder sagen Sie, Herr Schlag, so im Hintergrund, also ich würde eigentlich noch viel mehr und zeigen und erzählen wollen, aber irgendwie die Technik ist noch nicht so weit? Also ich glaube, dass wir uns eigentlich immer ganz gut gegenseitig fordern. Und ich glaube, dass wir das auch versuchen, den Studierenden zu vermitteln. Also ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe von Hochschulen, ist ja eigentlich immer die Grenzen sozusagen zu verschieben und Dinge auszuprobieren, die es vielleicht so noch nicht gibt. Ja. Und wir sehen unsere Projekte, zumindest mal die eigenen, sage ich jetzt mal bewusst, immer auch als Experimentierfelder, wo wir Dinge testen. Und wenn wir das in einer Ausstellung hier im Turm zur Katze ausprobieren und es funktioniert vielleicht nicht perfekt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil es geht eigentlich mehr um das, dass wir daran was lernen und das auch als eine Forschungsaufgabe betrachten. Und wir versuchen eigentlich immer erstmal alles zu denken, was möglich ist. Und die Frage, wie man das dann letztlich macht, mit welchen Technologien, die kommt eigentlich immer erst danach. Ja. Und die Erfahrung zeigt, dass man dann in der Regel Mittel und Wege findet, dann auch Dinge umzusetzen. Vielleicht nicht alles 100%, weil die Technik vielleicht tatsächlich noch nicht so weit ist, aber meistens kommt man doch ziemlich weit. Und das ist eigentlich das, was es uns eigentlich geht, auch in der Vermittlung mit den Studierenden. Es geht nicht darum, zu schauen, welche Technik ist auf dem Markt, wie kann ich die anwenden und dafür dann irgendwas zu entdecken, sondern eigentlich die Frage ist immer die der Vermittlung. Also was will ich eigentlich vermitteln, was sind die Inhalte, was sind die Botschaften, wie kann ich die am besten einem Besucher, einem Rezipienten rüberbringen und dafür dann die angemessene Lösung. Erstmal nur denken. Wir fühlen uns nicht unterfordert durch euch, im Gegenteil. Also, wir sind immer sehr ambitioniert, haben immer tolle Ideen und das heißt, die Informatiker haben da ganz gut zu tun, um das überhaupt alles umzusetzen. Und es gelingt auch nicht immer alles, muss man auch fairerweise sagen, weil oft uns die Ideen durchgehen, davon galoppieren, aber wir haben es zumindest immer hinbekommen, dann doch eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten tragbar war oder die halt für im Rahmen eines studentischen Projektes, wir müssen ja realistisch bleiben, was wir hier machen, sind ja die studentischen Projekte. Wir haben jetzt hier nicht ein riesen Ausstellungsbudget und auch, das sind ja alles Leute, die in der Ausbildung sind, die sozusagen ihr Meisterstück abliefern und nicht schon hochprofessionelle Gestalter, die schon viele Ausstellungen gemacht haben. Das ist klar, dass man da andere Qualitäten erwarten kann, aber wir sind trotzdem stolz, dass man schon die Qualität mit Meisterstücken erreicht haben in der Vergangenheit. Liegt die Zukunft des Museums im Digitalen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Zukunft des Museums im Digitalen liegt, aber ich würde schon sagen, dass die Zukunft des Museums ohne das Digitale nicht denkbar ist. Mhm. Ich denke, dass die Digitalisierung alle Bereiche unseres Lebens betrifft, beeinflusst und verändert hat und auch weiter verändern wird. Und das wäre ja nur sehr komisch, wenn sich ausgerechnet da eine Institution dieser Digitalisierung verweigern würde. Ich glaube, gerade im Museumsbereich ist das ja auch eine relativ selbstverständliche Geschichte geworden. Ich meine, Archiv hieß früher, dass man irgendwelche Zettelkästen gehabt hat, dann sind die irgendwann digitalisiert worden, dass die Daten dann aus diesen Zetteln dann zumindest auch digital verfügbar waren, recherchierbar waren. Und heute ist man ja schon einen wesentlichen Schritt weiter. Heute werden eigentlich alle Objekte dreidimensional eingescannt und zugänglich gemacht.
Und also diese ganz, diese rein handwerklichen Dinge, die natürlich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung ins Museum eingehalten haben, sind natürlich auf der einen Seite ganz spannend, aber bieten natürlich dann auch wieder Möglichkeiten, wenn die Daten vorhanden sind, dann damit was zu machen und dann auch wieder andere Zugänge zu ermöglichen, wenn diese Dinge dann in einem Ausstellungskontext gezeigt werden. Jetzt muss ich wissenschaftlich doch nochmal präzise werden. Also Sie haben das ja jetzt am Palmyra-Projekt beschrieben. Ich habe ja trotzdem noch einen realen Ort, ein Haus mit einer Geschichte, einer Atmosphäre. Da gehe ich rein und dann gibt es da verschiedene digitale Möglichkeiten, Dinge zu rekonstruieren, wieder anzuschauen, mitzuerleben. Ist das ein Zwischenschritt auf dem Weg zum ganz virtuellen Museum? Also weiß ich, in 5 Jahren zwischen Zähne putzen und ins Bett gehen, entscheide ich mich nochmal schnell ins Museum zu gehen oder... Also ich würde es als Zwischenschritt bezeichnen, aber ich würde sagen, wir werden in Zukunft beides haben. Wir werden reine virtuelle Museen haben, wir werden die Mischform haben, die wir heute haben. Wir werden vielleicht noch ein Museum haben, die sich als absolut nicht digital positionieren, weil vielleicht ist es auch dann ein Marketingargument. Bei uns gibt es keine digitalen Medien, kommen Sie in unser Museum und da findet sich sicher ein Markt dafür, bin ich absolut überzeugt. Ich glaube aber schon, dass wir in Zukunft deutlich mehr digitale Museen haben werden, ganz einfach vor dem Hintergrund. Es gibt viele Objekte, die sind in fantastischen Museen, quer über die ganze Welt verstreut und es ist schier und ergreifend gar nicht machbar, all diese fantastischen Objekte zu besuchen. In einem digitalen Museum können Sie diese Objekte in ein Museum zusammenführen, die an 10, 20 verschiedenen Standorten über 5 Kontinente verstreut stehen. Und ein Besucher kann all diese Objekte in einem Museum vielleicht in 2 oder 3 Stunden besuchen. Mhm. Und natürlich hat er nicht das reale Objekt gesehen, aber vielleicht hat er später mal die Chance, auch das ein oder andere Objekt auch im realen Museum zu sehen. Und das ist vielleicht der Zwischenschritt auf den Weg ins reale Museum. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass das digitale Museum ein echter Ersatz werden wird für das reale Museum, sondern ich denke, es ist einfach ein zusätzliches Angebot, eine zusätzliche Möglichkeit. Und wenn Sie sich das Krämer Museum anschauen, das ist ja ein rein virtuelles Museum, das 74 ausgewählte Objekte des 17. Jahrhunderts der flämischen Malerei eingescannt hat. Die haben also mit fotogrammatischen Aufnahmen zwischen 2.500 und 3.500 Bilder pro Objekt gemacht, haben also eine super Qualität. Das heißt, Sie sehen diese 74 Bilder von Rembrandt und Hals und so weiter in einer Qualität, wie Sie es im realen Museum nicht sehen, weil Sie gar nicht so nah an das Bild rangehen dürfen, weil da werden Sie schon spätestens von der Security geschnappt oder aus dem Verkehr gezogen. Sie sehen also wirklich, Sie können reinzoomen, Sie können das Bild größer machen, Sie können wirklich die Risse sehen von der getrockneten Farbe, Sie können Details sehen, die Sie im realen Bild nie sehen werden. Das sehen Sie im Digitalen. Und das ist schon einmal ein Mehrwert, den ein reales Museum in der Form nicht bieten kann, aus konservatorischen Gründen, aus Sicherheitsgründen etc. etc. Das heißt, es gibt eben auch schon sehr wohl Dinge, die ein digitales Museum besser kann als ein reales Museum, ohne dafür ein Ersatz zu sein, aber es kann eben bestimmte Geschichten besser erzählen, bis hin zu Übermalungen, die Sie dann auch darstellen können. Also wenn man wieder ein Bild findet, wo eigentlich drunter noch ein anderes Bild war, können Sie das dann auch über das digitale Medium alles erzählen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Geschichten, die Sie über das digitale Medium erzählen können. Und das werden sich die Leute auch in digitalen Museen anschauen und daher denke ich, wir werden beides in Zukunft haben und wir werden vor allem viel mehr digitale Museen haben als heute. Und ich glaube, es geht ja auch immer um Zugänge. Also immer wenn wir vor die Aufgabe gestellt werden, eine Ausstellung zu gestalten, heißt es ja immer, wie schaffe ich es überhaupt, Zugänge zu schaffen, wie schaffe ich es, Menschen zu begeistern für ein bestimmtes Thema. Und ich glaube, da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial, dass ich eben auch über diese digitalen Museen vielleicht ein Interesse wecke, dann eben irgendwann doch sich an den realen Ort zu begeben. Und vielleicht wäre dieses Interesse niemals zutage getreten, wenn ich mich nicht auf einem ganz anderen Weg, aus einem anderen Interesse damit auseinandergesetzt habe. Insofern sehe ich das auch erstmal sehr positiv, diese Entwicklung. Ich würde diese Frage ganz kurz ins Publikum geben, kleine Auffrischungsrunde. Tatsächlich die Frage, werden virtuelle Museen und Ausstellungen, reale Museen und Ausstellungen zukünftig verdrängen? Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern ein Stimmungsbild, das wir gerne haben wollen würden. Erstens, ja, sie werden sie verdrängen, also es gibt zukünftig nur virtuelle Museen und Ausstellungen. Zweitens, nein, werden sie nicht. Drittens, sie werden sie ergänzen. Oder viertens, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, ich würde sagen, sie liegen im Mainstream, beziehungsweise das wird hier ganz ähnlich gesehen und ich glaube, sie haben auch recht gut, ja, finde ich, und auch nachvollziehbar aufgezeigt, wie wir hier die digitalen Medien auch nutzen können, um einfach Erlebensweisen zu bereichern, aber auch Dinge verfügbar zu machen, ja, die wir sonst nicht haben. Ich würde ausgehend vielleicht auch von diesem Statement, Herr Reiterer, Sie sind da schon ein bisschen vorgeprescht, tatsächlich von diesem Thema des Splendid Museums vielleicht genereller zu der Frage kommen, über was für Räume reden wir? Also reale Räume wurden als Begriff genannt, virtuelle Räume. Jetzt gibt es den Begriff des hybriden Raumes. Wie passt das zusammen? Ist sozusagen, wenn wir präzise sein wollen, können wir eigentlich nicht über digital oder real, also virtuell und real sprechen, sondern hybrid? Und was genau können wir darunter verstehen? Also sagen wir, der Begriff virtuelle Realität ist eigentlich ein eigenartiger, skurriler Begriff, wenn man ehrlich ist, weil für uns gibt es eigentlich nur eine Realität. Wenn man es präzise formuliert, ist der Teil der Realität, der durch den Einsatz von virtueller Technik bestritten wird, ist sozusagen, wird von uns als virtuelle Realität bezeichnet. Aber de facto ist alles Teil unserer Realität. Wenn ich jetzt mit einer Tatenbrille jemanden ein digitales Objekt sozusagen einspiele und ich das Gefühl habe, hier sehe ich eine digitale Vase stehen, dann ist das für mich trotzdem Teil meiner Realität. Es wurde nur ein bestimmtes Medium genutzt, um eben diese digitale Vase Teil meiner Realität werden zu lassen. Deswegen ist es eher ein technischer Terminus, der von der Informatik geprägt worden ist, unter der Abgrenzung, im Sinne von Grenzgängerabgrenzung. Für den Teil sind wir zuständig, weil der Teil der Realität wird von uns sozusagen erzeugt und generiert vom Standpunkt des Benutzers. Wenn man jetzt sozusagen Benutzer oder menschengerecht denkt, ist das natürlich skurril, sondern ist alles Teil unserer Realität. Und wenn man es genau so denkt, dann ist es eigentlich nur ein weiteres Medium, das unsere Realität mitgestaltet. Und für den Besucher eines Museums ist es eigentlich eine relativ müßige Diskussion, ob das jetzt virtuelle Realität, reale Realität, gemischte Realität oder Mixed Reality oder hybride Realität ist. Es ist alles Realität. Vom technischen Standpunkt ausgesprochen setzen wir einfach verschiedenste Medien ein, um unsere Umwelt reichhaltiger zu gestalten, vor allem wenn es ums Geschichtenerzählen geht, wenn man was Inhalte vermitteln wollen, weil es eben für Inhalte unterschiedliche Formate gibt, die für unterschiedliche Anwendungszwecke gut geeignet sind. Es gibt eben den gedruckten Text, es gibt das Bild, es gibt die Animation, es gibt das Video, es gibt eben das Hologramm, also dieses dreidimensionale Objekt, das sozusagen in meiner realen Welt eingebettet wird und mir sozusagen vorgaukelt, das ist jetzt quasi auch Bestandteil meiner realen Welt. Es ist einfach ein weiteres Medium, das dazu führt, dass wir eigentlich unsere Umwelt immer reichhaltiger gestalten hinsichtlich der Möglichkeit, mit ihr zu interagieren und Inhalte zu vermitteln. Und deswegen sollten wir uns eigentlich von dieser eher technischen Betrachtungsweise völlig loslösen und einfach nur sagen, die Art und Weise, wie wir unsere Realität gestalten, wird unter dem Einsatz von digitalen Medien reichhaltiger. Jetzt höre ich da aber eine totale Technik-Euphorie und Neugier raus, da muss ich jetzt doch nochmal gegenhalten. Was macht, also das ist natürlich jetzt sehr klar, ist so alles, was ich sehe oder was ich ja vor mir mit einem Knopfdruck erzeugen kann, real, weil ich es ja in dem Moment sehe und mich damit auseinandersetze und irgendwas lese. Aber was macht das denn mit mir? Also einerseits, wenn ich weiß, das ist etwas, das jemand programmiert hat, hergestellt hat, für Frage der Manipulation, was sind die Risiken von dieser Vermischung der Situation, dass ich eigentlich jetzt nicht genau weiß, wie real im Sinne des physisch konkret mich damit auseinandersetzens, auch des leiblichen, des körperlichen Beeinflussens und dessen, dass das, was ich da sehe, eigentlich nur ein intellektuelles Produkt ist. Also vielleicht von meiner Seite kurz, jedes neue Medium bietet natürlich auch die Möglichkeiten der Manipulation. Fake Videos, haben Sie alle schon gehört, nehme ich an, wenn nicht, sind es die Möglichkeit, Videos so zu gestalten, dass Sie Akteure sehen, die Sie eigentlich gar nicht sehen. Also Sie nehmen irgendwelche Bono-Darsteller und montieren auf deren Köpfe bekannte Schauspieler oder
Präsidenten von großen Staaten und sie wundern sich, hoppla, was macht der da eigentlich in diesem Video? War der bereit, hat er seine Einstimmung gegeben? In Wirklichkeit ist es alles fake. Also sie können heute mit relativ einfachen Mitteln aufgrund von neuen Entwicklungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz durch neuronale Netzwerke Videos erzeugen, die für den Betrachter von einem realen Video nicht zu unterscheiden sind und der denkt sich also, okay, Wahnsinn. Gibt es also mittlerweile eine Reihe von, wenn Sie mal danach suchen, unter Fake-Videos werden Sie ganz interessante Videos auf YouTube finden und auch tolle Berichte. Das ist klar. Jedes Medium hat auch die Möglichkeit der Manipulation. Es gibt Aussagen, die Zeit, dass, bei den Bildern ist es schon lange der Fall. Also heute, wenn Sie ein digitales Bild Sie verlassen, das kann alles manipuliert sein, wird heute kaum mehr eigentlich anerkannt als Beweis. Und das ist bei den Videos haben wir mittlerweile auch die Unschuld verloren. Das heißt, die digitalen Medien sind im Prinzip alle manipulierbar. Und es ist einfach nur ein Wettlauf. Wer ist schneller, wer ist besser, wer hat die besseren Algorithmen. In dem Augenblick, wo Sie digitales Medium ins Spiel bringen, müssen Sie damit rechnen. Da kommt nicht der Untergang des Abendlandes, der wird immer vorausgesagt, tritt nie ein. Das ist ja ganz beruhigend, wahrscheinlich werden wir uns auf andere Art und Weise ins Jenseits befördern. Ich denke, die Leute lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Das ist einfach ein Lernprozess. Wir sind in einer Transformationsphase, wo man eben auch die Möglichkeiten und Grenzen von digitalen Medien erlernen muss, den Umgang erlernen muss. Und wahrscheinlich werden Generationen später lächeln über unsere Diskussion. Wenn ich als Kind eine Schallplatte gehört habe, Musik gehört habe, habe ich die genommen, habe andächtig auf einen Schallplattenspieler gelegt und habe mit Ruhe dann sozusagen diese Schallplatte gelauscht. Heute kriege ich gedankenlos auf einen, meinen MP3-Player, der auf meinem Smartphone ist und höre dann einfach mal nebenher so ein bisschen Musik. Und das ist nicht irgendwie ein magischer Akt, Musik zu hören. Also das hat sich völlig verschoben durch das neue Medium, Stream-Dienste für Musik, digitale Musik. Auch wie Sie wahrscheinlich Ihre Bilder heute sammeln, betrachten und anschauen, hat sich über digitale Bilder total verändert im Vergleich zu Ihren Schuhkartons oder schön eingeklebten Alben. Also das ändert sich einfach alles. Und ja, aber wir lernen damit umzugehen. Wir sind hochadaptive Wesen, die auch mit neuen digitalen Herausforderungen nicht zugrunde gehen, sondern gut zurande kommen. Und ich denke, da bin ich also kein Kulturpessimist. Ja, ich glaube, Technologie ist nicht per se gut oder schlecht. Und ich glaube, das gilt für jede Technologie. Du hast von Manipulation gesprochen. Und ich glaube, es geht darum, dass wir als Gestalter natürlich immer eine Verantwortung haben und diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen. Und ich glaube, das ist auch was wir natürlich versuchen, unseren Studierenden zu vermitteln, dass es diese Verantwortung gibt und dass wir natürlich in hohem Maße Menschen beeinflussen können, dass wir erzählen Geschichten, wir vermitteln diese Geschichten glaubhaft, also müssen sie natürlich auch die richtigen Geschichten sein. Und diese Verantwortung, die haben wir als Gestalter unserer Umwelt und die haben wir, egal ob wir jetzt mit den denkbar analogesten Medien arbeiten oder ob wir im Hochdigitalen unterwegs sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, das Medium per se ist da unschuldig. Ich glaube, wenn, dann laden wir Schuld auf uns, wenn wir die falschen Geschichten erzählen. Das würde ich aber jetzt gerne noch mal vertiefen, Herr Reiterer, Sie haben jetzt sehr auf die digitalen Medien fokussiert. Thema des Abends sind Räume, Raumgestaltung. Ich finde, das ist noch mal ein bisschen was anderes, ob jetzt Schallplatte oder MP3-Player. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe dann so eine Virtual Reality-Brille, so eine Augmented Reality-Brille auf dem Kopf und Sie zaubern mir mit 3 Mausklicken dieses wunderbare Café digital. Und dann stehe ich da drin und kann aber eben im Prinzip eigentlich auch zu Hause sein, aber ich habe dieses Café. Und ich würde jetzt einfach behaupten, das mag alles schön sein und vielleicht kann mir die Technik irgendwann auch noch das Glasgeklimper von der Theke erzeugen. Es ist trotzdem nicht dasselbe, weil ich spüre jetzt hier seit einer Stunde sitze ich hier und in diesem Raum sind die Geschichten aus den letzten, ich weiß jetzt nicht, wie lange es das Café gibt, die sind hier drin. Hier ist eine Atmosphäre, die Wände, die Räume, die Tische, die haben was getrunken und das erzählen sie. Und ich behaupte einfach, also digitale Medien, das ist alles schön und gut, da bin ich ganz mit Ihnen einverstanden, aber da kommt jetzt die Stadtplanerin oder Architektin durch. Ich glaube, in Bezug auf virtuelle Räume geht was verloren, was wir
weiß ich, mit Heidegger die Seele eines Ortes, den Genius Loci nennen können, die Atmosphäre ist jetzt Ihre Antwort, wir sind einfach noch nicht so weit? Und, Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das ist alles richtig, was Sie sagen. Und ich will Sie ja überhaupt nicht davon abhalten, hier in dem wunderschönen Kaffeehaus sich regelmäßig zu treffen und einen guten Kaffee zu trinken und auch ein gutes Stück Kuchen, und zwar einen realen und nicht einen digitalen, weil der ist zwar vielleicht gut für die Figur, aber nicht besonders schmackhaft. Deswegen würde ich den also nicht immer als echte Alternative sehen. Ich glaube, das ist einfach falsch. Das ist, also das Medium muss natürlich für die Zwecke genutzt werden, wo es gut funktioniert, was man sich schon vorstellen könnte. Sie kommen in das Kaffeehaus hier, haben jetzt ihre magische digitale Brille auf, die von ihrer normalen Brille nicht zu unterscheiden ist, die übrigens auch sehr schick ist. Und diese Brille macht es ihnen möglich, dass sie hier jetzt gewohnte Objekte platziert haben, die sie immer gerne bei sich haben, weil das ist jetzt eine Topfpflanze, komisches Beispiel, irgendwelche Bilder von Leuten, die ihnen was bedeuten, vielleicht auch ihr Lieblings, das könnte sich jetzt hier in dem Raum bewegen, befinden, aber nur für sie sichtbar. Das macht für sie noch heimeliger, als es hier ohnehin schon ist, und das ist Teil sozusagen der Hybriden, des hybriden Raumes, der eben aus dem realen Raum und aus dem Teil des digitalen Raumes, den Sie persönlich hier jetzt haben wollen. Dann komme ich dazu, habe auch diese magische Brille, vielleicht in einer anderen Farbe, aber sonst mit den gleichen technischen Möglichkeiten, und Sie laden mich ein, Ihren hybriden Raum zu besuchen. Und ja, okay, dann sehe ich, das ist immer interessant, Bild, und dann kann ich meinen hybriden Raum mit Ihren hybriden Raum, und wir können damit in dem realen, wunderschönen Kaffeehaus uns auch noch über unsere hybriden, also digitalen Inhalte unterhalten, und das Ganze bekommt eine völlig neue Qualität. Sie haben die Atmosphäre des realen Raumes angereichert um digitale Inhalte, und das, denke ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Science Fiction, aber ich bin absolut überzeugt, dass es kein Science Fiction ist. In einigen Jahren ist das Realität, dann braucht man nicht mehr alle aufs Handy zu starren, weil das hat sich jetzt dann erledigt, weil das ist dann sozusagen die Brille implantiert, und das ganze Telefonieren wird dann auch darüber abgewickelt und überhaupt. Und das ist, die Leute werden damit umgehen können. Manchmal bin ich für mich kontemplativ, manchmal in der Gruppe, und dann kann ich das hier aufnehmen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Was macht das sozial mit uns? Also ich sage dann, okay, also Sie haben eine Brille, Sie lade ich jetzt ein zu meinem hybriden Raum, Sie nicht, weil Sie haben auch eine Brille, aber die gefällt mir nicht. Und was bedeutet das denn für unser soziales Zusammenleben? Es wird reichhaltiger, vielfältiger, differenzierter. Also ich sehe das absolut, man muss damit umgehen können, klar, es wird da sicher eine Trainingsphase brauchen, aber wir haben für alle neuen Medien eine Trainingsphase gebraucht, das fing mit dem Fernseher an, wenn man sich anschaut, wie der Fernseher ins Haus kam, Familien, wie man früher Fernsehen geguckt hat, wie sie heute Fernsehen gucken, da liegen Welten dazwischen. Wer guckt denn heute noch, also zumindest die Generation meiner Töchter schaut keinen Film mehr von A bis Z, die schauen auf ihr Smartphone, auf ihr Tablet, machen drei Dinge parallel, Texten, die können mehrere Medien gleichzeitig bedienen, bin ich völlig überfordert, aber okay, ist halt mein Problem, nicht das Problem der heranwachsenden Generation, also die Leute können einfach mit den Medien umgehen und die haben ein neues Verhalten, man kann immer sagen, da geht was verloren, mag sein, aber man hat was Neues dazu gewonnen, und das ist so spannend im Fluss des Lebens, dass es ein permanentes Verändern ist von Dingen, das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung, und wir sorgen dafür über neue digitale Medien, dass die Veränderung auch noch eine neue Qualität bekommt und vielleicht auch ein gewisse. Aber es ist natürlich schon so, dass jede Bewegung auch ihre Gegenbewegung hat, und natürlich führt das natürlich auch dazu, dass es wieder Slow Food gibt, dass es Entschleunigung gibt. Oder das Beispiel, die vorgebrachte Museum, die keine digitalen Medien einsetzen, als besondere Qualität. Und ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden. Ich meine, natürlich genießen wir das jetzt hier in diesem Raum zu sein, im Café zu sein, das Holz des Tisches zu fühlen und die besondere Atmosphäre. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Ich glaube, wir haben ja jetzt heute den ganzen Abend eigentlich über künstliche Räume gesprochen. Denn wenn wir, jetzt nochmal zurück zum Thema Ausstellung, wenn wir Ausstellungen konzipieren, dann haben wir da ja in der Regel zunächst mal einen leeren Raum, ja, und der eigentlich weitgehend auch neutral ist. Und in diesem Raum gestalten wir Atmosphären. All das, was Sie jetzt angesprochen haben, was hier in diesem Raum drinsteckt, ja, an Qualität, an Oberflächen, an Geschichten, das gestalten wir ja in Ausstellungen neu.
Also wir beginnen eigentlich bei Null. Und dann versuchen wir genau das, was Sie alles gerade angesprochen haben, die Atmosphären, das Licht, diese Qualitäten dort zu implementieren mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das beginnt natürlich immer mit dem physischen Raum, mit dem Anfassbaren, mit dem Erleben. Und jetzt haben wir natürlich ganz viel über Digitales gesprochen, aber es geht natürlich, da geht es natürlich auch um das Fühlen, um das Erleben. Wo laufe ich drauf? Wie fühlt sich das an? Welche Atmosphäre, welche Lichtstimmung habe ich dort, dass ich die Geschichte richtig transportieren kann? Und dann kommt natürlich noch was, was wir hinzufügen können, was wir vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht hinzufügen können. Aber in welcher Form wir das tun, in welcher Dosierung, ich glaube, das ist dann wieder eine Frage, die wir uns jedes Mal aufs Neue stellen müssen und die von der Geschichte abhängt, die wir erzählen wollen, von den Botschaften, die wir vermitteln wollen. Also insofern komme ich wieder vielleicht ein bisschen zurück zu dem Thema des Hybriden und zu den Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, wir haben einfach unser Repertoire jetzt erweitert und wir müssen klug damit umgehen und das bietet neue Möglichkeiten. Aber ich glaube, es wäre jetzt falsch zu glauben, dass die Zukunft nur noch im Digitalen ist und dass wir jetzt alles andere im Prinzip ad acta legen können und irgendwann haben Sie vielleicht noch den Sitzsensor hier drunter, das ist ziemlich unbequem hier oben und es fängt an zu drücken, nicht? Das können Sie wahrscheinlich auch über irgendein digitales Device in Zukunft erzeugen, wenn Sie zu lange auf Ihrem Stuhl sitzen, dann fängt er an zu drücken, obwohl er eigentlich ein Sessel ist, der total bequem ist. Ist sicher alles möglich in der Zukunft, aber ich denke, der reale Raum wird nach wie vor Bestand haben und wir werden uns wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch in solchen Räumen wie diesem hier wohlfühlen. Ja. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, das kommen wir nachher vielleicht noch, da gibt es sicherlich noch Diskussionsbedarf, aber vorher, wir haben jetzt sehr viel über Brillen gesprochen, möchte ich gerne doch nochmal zu einer Umfrage kommen und zwar eben zu den sogenannten Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen und auch hier erstmal eine Schätzfrage, wie viele von diesen VR-Brillen wurden 2017 weltweit verkauft, 3,5 Millionen Geräte, Nummer 1, zweitens 5,9 Millionen Geräte, drittens 9,6 Millionen Geräte oder viertens 12,3 Millionen Geräte. Also VR-Brillen, Augmented Reality-Brillen, das sind diese Brillen, die man sich aufsetzt und dann hat man sozusagen einen digitalen Raum, einen künstlich erzeugten Raum vor sich, durch den man sich bewegen kann. Ja, die Einschätzung ist schon ziemlich realistisch. Die richtige Antwort ist drittens 9,6 Millionen Geräte. Das sagt uns jetzt erstmal noch nicht so viel, deswegen gibt es gleich eine Anschlussfrage, nämlich wie viel von diesen Brillen in 5 Jahren oder jetzt 2022 weltweit verkauft werden. 25,9 Millionen erstens, zweitens 45,6 Millionen, drittens 68,9 Millionen oder viertens 75,1 Millionen. Nochmal, 2017 waren es 9,6 Millionen. Und 5 Jahre später, 2022, was ist da Ihre Einschätzung? Ja, da ist das Publikum sehr zukunftsfroh. tatsächlich ist es Antwort 3, also noch nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so optimistisch. Sie sehen, ich könnte jetzt schon ganz viel diskutieren, bevor wir vielleicht den Raum öffnen. Herr Reiterer, Herr Schlag, noch ein kurzes Abschlussstatement. Oder öffnen wir direkt ans Publikum? Also wir sollten dem Publikum Raum geben. Finde ich auch. Würde ich sagen, wir öffnen die Diskussion. Genau, den Mutigen gehört die Welt. Wer möchte widersprechen, ergänzen, noch eine ganz andere Facette zum Thema aufmachen? Die Dame mit der Brille. Ja, genau. Ah. Gibt es ein Mikrofon?
Hallo, hört man mich? Ja. Ich fand es sehr interessant. Mich würde noch ein bisschen mehr interessieren, was die Rolle des Besuchers ist. Oder ich habe mir dann vorgestellt, ob eigentlich eine schöne Vorstellung, dass dem Besucher des Museums dann auch, dass der mehr Agency, so mehr Gestaltungsmöglichkeit ja vielleicht hat. Vielleicht könnte man, wenn ich dann mit meiner Freundin dorthin gehe, wir beide eine Brille aufsetzen, uns das Museum dann, also dass es so ein kollektives Erleben gibt. Also eigentlich im Prinzip würde es mich interessieren, inwieweit eigentlich das Erleben des Museums sich anders auf den Besucher auswirkt, ob das bei Ihnen auch irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich meine Gedanken da klar ausdrücken konnte. Also es geht so ein bisschen auf den Besucher und auf das Erleben des Besuchers und ob sie sich da auch Gedanken machen, wie eventuell kollektives Erleben durch dieses digitale Museum ermöglicht wird. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Ich würde ihn aber gar nicht auf das digitale Erleben beschränken. Also ich glaube, Museen haben sich ja ganz stark entwickelt und wenn man die Diskussion gerade der letzten Jahre verfolgt, dreht sich eigentlich alles um das partizipative Museum. Es geht eigentlich darum, wie können wir Wissen eigentlich nachhaltig vermitteln. Also Sie haben ja auch nichts davon, wenn Sie jetzt ins Museum gehen und zwei Tage später sich an nichts mehr erinnern können. Das heißt, eigentlich muss es unser Ziel sein, bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Und dass sich die Forschung auch einig passiert, halt am besten, wenn wir direkt beteiligt werden, wenn wir partizipieren, wenn wir eben nicht nur Betrachter sind, sondern tatsächlich involviert sind. Und eigentlich versuchen mittlerweile alle modernen Ausstellungskonzepte, den Besucher partizipieren zu lassen. Und das kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Wir haben beispielsweise fürs Europäische Parlament ein Roleplay-Game mit konzipiert, wo der Besucher tatsächlich selber Parlamentarier wird und verschiedene Rollen spielen kann und dann versteht, wie dieses System Parlament funktioniert. Und natürlich erleben Sie das völlig anders, wie wenn Sie das jetzt auf eine didaktische Art und Weise erklärt bekommen. Da spielen natürlich auch digitale Medien wieder eine ganz, ganz große Rolle, weil sie dann uns helfen, Dinge zu vermitteln oder, muss man vielleicht jetzt auch sagen, Personal zu reduzieren. Ja, also das ist ja auch wieder ein Thema, was oft mit reinspielt. Natürlich wäre es immer schön, wenn alles eins zu eins von einer Person erklärt werden würde, wenn einem alles in einer dialogischen Situation vermittelt werden würde. Es ist aber gar nicht darstellbar und da helfen uns eben digitale Medien wieder dabei, auch sowas möglich zu machen überhaupt. Also insofern ist das ganz klar ein ganz, ganz wichtiges Thema, Partizipation, den Besucher zu involvieren, auch Besucherinteraktion zu ermöglichen, um so Wissen ganz anders zu vermitteln. Und das kann digital sein, das kann aber auch ganz analog sein. Vielleicht teilen Sie einfach nur Zettel aus und jeder schreibt irgendwas drauf. Das ist wieder Aufgabe jetzt von uns als Gestalter, da das richtige Format zu finden, um dann für die jeweilige Aufgabe die angemessene Lösung zu finden. Auch da sehe ich das Heil jetzt nicht nur im Digitalen, sondern eher im Richtigen. Ja. Wo da digitale Medien was leisten können. Das war auch eine der ersten Anwendungsszenarien, die wir im Kopf hatten, als wir diese Vision des Blended Museums umgesetzt haben, vor mehr als 10 Jahren, waren eben interaktive Tische. Tische haben mal den Vorteil im Vergleich zu irgendwelchen Laptop-großartigen Display, dass mehrere Leute sich darum gruppieren können und sie eben gemeinsam um diesen Tisch sich gruppieren können und wenn sie die gute, richtige interaktive Installation realisiert haben, auch gemeinsam dann sozusagen die Inhalte erfahren können. Oder selbst mit Leuten ins Gespräch kommen können, die vielleicht sich überhaupt nicht kennen. Man steht um den Tisch herum, merkt, dass man sich für ähnliche Inhalte interessiert und kommt über die Installation ins Gespräch. Das ist dann der Idealfall. Wir haben auch Installationen realisiert, wo man eben
neben interaktiven Tischen und großen Wänden eben auch über Smartphones die Verbindung zwischen denen herstellt und sowas wie digitale Schnitzeljagd, Sie können natürlich sehr schön in einem Museum sowas realisieren, gerade für Schüler immer dankbares Thema, wo die bestimmte Objekte in Vitrinen finden müssen, dann an einen interaktiven Tisch gehen, mehr zu diesen Objekten erfahren können. Also Sie können schon über diese digitalen Mediengruppensituationen sehr gut unterstützen und es gibt eben eine erkleckliche Anzahl von Museumsbesuchern, die in der Gruppe kommen, entweder weil sie gezwungen werden, sprich Schüler, oder weil sie es freiwillig machen, sprich Familien, die das Wochenende gestalten. Papa geht mit den Kindern ins Museum oder Mama oder auch beide. Und das ist so ein Gruppenszenarien sind in Museen und Ausstellungen natürlich schon gang und gäbe. Und dafür unter anderem auch digitale Medien einzusetzen, macht Sinn. Sie können sich auch alle Brille aufsetzen, wenn die Brille Ihnen die Möglichkeit gibt, gemeinsam den digitalen Raum zu erkunden. Und das ist ja die Zukunft. Was ich schrecklich fände, wenn jeder so Brille aufhat in einem realen Museum für sich völlig autistisch und wie ein Autist sozusagen durchs Museum wankt, das kann es ja wohl nicht sein, sondern das musste dann auch für solche Gruppenszenarien geeignet sein. Und das hier ehrlich die spannende Herausforderung. Und das ist ja technisch machbar. Also. Wie könnte denn das in 50 Jahren ein Museum aussehen, das unseren heutigen Alltag widerspiegelt? Wäre das nicht irgendein Museum, wo man so eine altbackene HoloLens aufsetzen würde und so in einen alten Apple reinschaut, in ein Smartphone, wo man die blöden LED-Beleuchtungen hat, oder würde man sich das alles nochmal digital reinziehen? In 50 Jahren schicken wir unseren künstlichen Intelligenzklon ins Museum, weil der ist viel besser im Aufnehmen der Inhalte. Wir liegen sozusagen entspannt, wo auch immer, und die künstliche Intelligenz macht alles für uns. Eine provokante Antwort, weil ich keine überzeugende Antwort habe, weil ich leider nicht 50 Jahre in die Zukunft gucken kann. Aber ich bin überzeugt, dass in 50 Jahren viele Dinge so unterschiedlich zu dem sein werden, was wir uns heute vorstellen können, dass man eher einen Science-Fiction-Film drüber drehen wird können, um dann verschiedene Szenarien durchzudenken, ob es dann tatsächlich passiert. Wollen wir dann genau diese Farbe, die abblättert von früher, mit diesen alten Geräten erleben? Vielleicht will man genau das und eben nicht das Digitale in 50 Jahren. Ja, ich glaube, das ist sicher eine super spannende Frage, aber da sind wir wahrscheinlich jetzt alle überfordert, uns vorzustellen, wie das aussieht. Ich habe das. Man hat das ja vielleicht jetzt, um nochmal auf diese Einstiegsfrage zurückzukommen, gesehen, also vor ein bisschen mehr als 10 Jahren hat Apple das Smartphone entwickelt. Wenn Sie jetzt von den letzten Konferenzen in Amerika zurückkommen, wird von dem Ende des Mobiltelefons gesprochen. Und das, also früher haben Technologien 150 Jahre gehalten. Heute können wir froh sein, wenn sie 15 Jahre halten. Also glaube ich, können wir uns heute noch nicht vorstellen, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird. Es wird, glaube ich, vieles viel intelligenter werden. Ich glaube, dass wir viel mehr auch mit Oberflächen, mit Räumen auf ganz andere, auch viel einfachere Art und Weise kommunizieren werden. Denn ich glaube, was wir Menschen ja in erster Linie sind, wir sind erstmal extrem faul und extrem bequem. Und ich glaube, Technologien werden sich immer auch nur dann durchsetzen, wenn wir sie wirklich gut gebrauchen können. Das Handy hat, glaube ich, relativ gut funktioniert. So eine VR-Brille ist noch relativ sperrig. Ich meine, das sieht man auch an den Zahlen. Nicht nur, dass es jetzt vielleicht noch sehr teuer war, jetzt werden sie immer günstiger, aber es ist natürlich auch irgendwie was Umständliches. Wir müssen das irgendwie aufsetzen, man schwitzt darunter. Und das sind ja alles Dinge, die auch eine Rolle spielen, wie wir uns Technologien aneignen. Und da erwarte ich, glaube ich, noch eine große Entwicklung, weil wir einfach von unserer Bequemlichkeit getrieben werden. Das ist natürlich auch Antrieb und für Entwicklung und Fortschritt. Stichwort Bequemlichkeit. Der Mensch ist bequem, haben Sie schon gesagt. Und die Informationsaufbereitung, die reagiert ja darauf. Wir versuchen, Sachen immer einfacher zu vermitteln, also dass man immer weniger Energieaufwand eigentlich braucht, um die zu wahrzunehmen. Jetzt, das hat natürlich dramatische Folgen. Vor ein paar Jahren war die Aufmerksamkeitsspanne nur bei 3 Minuten, inzwischen ist es 45 Sekunden. Inwiefern sehen Sie jetzt da die Ausstellungen oder allgemein die Informationsvermittlung als
gesellschaftliche Rolle, die ja eigentlich vielleicht nicht immer einfacher werden sollte, um solchen Sachen entgegenzuwirken? Ich glaube, genau das ist unser Anspruch, dass wir versuchen, komplexe Zusammenhänge, und letztlich geht es ja in Ausstellungen darum, komplexe Zusammenhänge so zu vermitteln, dass sie intuitiv wahrgenommen werden können, dass sie Spaß machen, dass sie vielleicht auch ein Stück weit unterhaltsam sind, aber am Ende natürlich Wissen vermitteln über einen Themenkomplex, von dem wir vorher weniger wussten. Und das möglichst lange memorierbar zu machen. Das muss unsere Aufgabe sein. Und ich glaube, dass wir eigentlich genau dem entgegenwirken, dass wir versuchen, mit guter Gestaltung, die auf unterschiedlichen mit unterschiedlichen Medien arbeitet, die unterschiedliche Sinne anspricht, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich Aufmerksamkeitsspannen wieder nach oben schrauben können. Und also ich glaube, dass man das merkt, wenn Sie, haben Sie vielleicht auch selber schon die Erfahrung gemacht, wenn Sie durch eine gut gemachte Ausstellung, wenn Sie sich mit gut aufbereiteter Information auseinandersetzen, dann werden Sie das immer länger tun, als wenn das Ganze schwer lesbar, schlecht aufbereitet, unverständlich oder was auch immer ist. Also ich glaube, da können wir sogar, oder muss es unser Anspruch sein, dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, da können wir auch einen guten Beitrag dazu leisten. Sicher, also unsere Erfahrung ist gerade bei so multimedialen Inszenierungen, wenn die gut gemacht sind und auch mit verschiedener Granularität des Informationsangebots, wo man jemanden nicht sofort überfordert, sondern eben so ein hierarchisches Konzept entwickelt, wo er sich immer mehr in die Tiefe fortbewegen kann, wenn man es gut macht, bleiben die Leute erstaunlich lange an solchen Installationen und setzen sich auch mit vielen Inhalten auseinander. Also ich denke, da bin ich nicht so pessimistisch, dass die Aufmerksamkeitsspanne jetzt so radikal nach unten geht. Im Gegenteil, ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut auffangen können, auch mit digitalen Medien, aber natürlich nicht nur über digitale Medien. Wenn sonst keine Fragen sind, habe ich noch was Praktisches. Für mich sind ja Ausstellungen und Museen immer auch was ein bisschen Aufklärerisches. Und es wäre doch in unserer heutigen Zeit spannend, wenn man die Leute aufklärt, wie es zum Beispiel im Supermarkt dazu kommt, dass man dort hineingreift oder dort hineingreift. Wäre schön, wenn man so eine Ausstellung hätte, wo man mit so einer Brille rumläuft und wo man immer genau sieht, wo man jetzt reagieren sollte oder wie man, also so als aufklärerische Info, wie man eigentlich von der Werbung weg dann, wenn man durchläuft, durch den Supermarkt, eigentlich zum Kauf bewegt wird. Das wäre doch im Sinn einer Aufklärung auch mal was Schönes. Oder gibt es sowas schon? Ja, also so in der Form, wie Sie es beschrieben haben, noch nicht, aber so eine Ausstellung, wie Sie gerade beschrieben haben, die gab es tatsächlich schon, die hieß Entscheiden, war vom Stapferhaus in Lenzburg gestaltet und hat sich genau mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt. Also wie treffen wir eigentlich unsere Entscheidungen, wie lassen wir uns beeinflussen und was macht das eigentlich mit unserem Leben? Und das ist jetzt genau das, was Sie ansprechen, ist ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt. Und was aber eigentlich ganz abstrakt ist und eigentlich mit dem klassischen Museum als objektbasierte Sammlungspräsentation relativ wenig zu tun hat und aber in einem dreidimensionalen, erlebbaren, interaktiven Raum ganz hervorragend aufbereitet werden kann. Also hat diese Ausstellung auf jeden Fall damals sehr, sehr gut geschafft, genau solche Zusammenhänge herzustellen. Und ich glaube, gerade bei solchen abstrakten Themen können uns eben die erweiterten Möglichkeiten, die wir jetzt mit digitalen Formaten haben, extrem helfen. Also vielen Dank für die ganz spannende Diskussion. Ich habe einfach mal so eine Wissensfrage noch. Ich bin auch sehr optimistisch, dass es eigentlich eine super Ergänzung tatsächlich ist. Was mich interessiert, kann man irgendwie was dazu sagen, dass sich eigentlich die Besucher, also die Art der Besucher, welche Besucher man da eigentlich erreicht, hat sich das irgendwie verändert? Ich hätte jetzt einfach die Idee, dass man eigentlich mehr Menschen, weil man es niedrigschwelliger tatsächlich machen kann, erreicht. Kann man dazu irgendwas sagen? Also das ist ein Thema, das mich umtreibt, was wir bis heute noch nicht gemacht haben. Versuche immer wieder Studierende zu finden und dieses Thema zu begeistern, schon wie zufällig in diese Richtung. Nämlich sozusagen,
dass man auch untersucht, ob es was gebracht hat. Es gibt da erste Dissertationen, die das probiert haben, die auch eigene Fragebögen entwickelt haben, um dann nach so einem Museumsbesuch oder Ausstellungsbesuch herauszufinden, was ist überhaupt hängen geblieben, ist mehr hängen geblieben als mit konventionellen Medien und von was bleibt hängen. Man hat natürlich ideale Auswertungsmöglichkeiten, nicht nur über Fragebögen. Alles, was sich im digitalen Raum abspielt, hinterlässt Spuren und man kann eigentlich sehr gut über Logging etc. Verweildauern bestimmen, was haben sich die Leute angeschaut, wie lange haben sie manche Inhalte konsumiert etc. etc. Man kann also eigentlich sehr differenzierte Besucheruntersuchungen machen, viel differenzierter, als wenn sie es nur mit analogen Medien machen. Das heißt, eigentlich gibt es fantastische Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Museen, die haben Besucherforschung, machen das auch tatsächlich. Auch das Badische Landesmuseum in Karlsruhe hat eine eigene Abteilung, die sowas machen und das auch verstärkt machen wollen. Ja, die haben das ganz wichtig, wissenschaftlich aufziehen mit Fragebögen, Untersuchungen, teilnehmenden Beobachtungen, also alles Instrumentarium der empirischen Sozialforschung wird dort im Museum eingesetzt, weil die natürlich auch interessiert sind, wofür interessieren sich Leute und was müssen wir eigentlich umgestalten. Also das gibt es natürlich schon. Bei den digitalen Medien gibt es noch deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man die einsetzt, um diese noch differenzierter und vielleicht dann noch zielgruppenspezifischer zu machen. Eigentlich sehe ich das positiv. Wir selber haben es nicht gemacht. Ich würde ja nicht unbedingt behaupten, dass wir die absolut Berufenen sind. Das wäre sicher Thema für Psychologen, Soziologen, die das Thema sehr gut bearbeiten können. Es arbeiten auch viele in der Besucherforschung mit so einem Background, die eben Methoden der empirischen Sozialforschung im Museumskontext einsetzen. Wir als Informatiker könnten dafür sorgen, dass die Instrumentierung in dem Museum passiert, dass dann die Leute, die die Untersuchungen machen, auch die richtigen Daten geliefert bekommen oder vielleicht dann später bei der Datenauswertung wieder helfen können. Aber was sind die richtigen Fragen? Wie machen wir am besten so Teilnehmer, die brauchen und so weiter? Das wäre dann typischerweise etwas, was jetzt nicht in das Kompetenzgebiet eines Informatikers fällt. Außerdem beschäftigt sich mit Mensch-Computer-Interaktion, weil wir dilettieren auf allen Gebieten. So gesehen können wir uns den Luxus leisten, auch sowas zu machen. Aber das ist sicher ein spannendes Thema, Besucherforschung im digitalen Museum. Ja, auch im analogen Museum. Also es wird immer wichtiger, weil Museen natürlich auch an Besucherzahlen gemessen werden, an Erfolg gemessen werden. Und also in unserem Umfeld wird es am intensivsten natürlich im kommerziellen Bereich gemacht, also immer dort, wo Museen oder Ausstellungen auch kommerzielle Interessen verfolgen. Da wird natürlich sehr genau geschaut, was hat jetzt die Maßnahme gebracht, was hat meine Investition gebracht, hat die mir wirklich mehr Besucher gebracht, welche Abteilungen funktionieren besser, welche Installationen funktionieren besser und die schlechtesten werden dann wieder ausgetauscht. Also das ist aus rein kommerziellem Interesse, nicht? Weil das natürlich Einnahmen generieren muss und da ist Qualität natürlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ich fand es ganz interessant, dass vorhin gesagt wurde, der Raum ist erstmal leer und neutral, also in vielen Fällen in Ausstellungsräumen ist es wahrscheinlich auch der Fall, dass das nach Möglichkeit so konzipiert ist und ich hatte jetzt das Gefühl, dass diese digitalen Möglichkeiten auch viel darauf abzielen, dass es eben auch ortsunabhängig funktioniert oder dass man eben ja ganz neue Räume schafft. Aber wenn jetzt die Ausstellung in einem Raum ist, der selbst schon irgendwie historisch geladen ist, in einer Gedenkstätte oder von archäologischem Interesse, haben Sie damit Erfahrung oder... Also ich kann mir halt vorstellen, dass das vor allem mit Augmented Reality auch Möglichkeiten bietet. Haben Sie in die Richtung schon mal, also dass quasi von dem Raum aus dann darauf abgezielt die Ausstellung konzipiert wird? Also da bin ich Ihnen jetzt extrem dankbar für die Frage, weil das ist eigentlich der idealtypische Anwendungsfall tatsächlich für digitale Medien, ist der authentische Ort. Also beispielsweise das Dichterhaus oder das Künstlerhaus, was eben weitgehend noch im Originalzustand vorhanden ist und eigentlich selbst das Exponat ist. Und da möchten Sie ja eigentlich gar nichts hinzufügen. Ne? Denn alles, was Sie so einem authentischen Ort hinzufügen, würde den Ort eigentlich verstellen, würde ihn verändern. Da bieten natürlich jetzt digitale Medien Möglichkeiten, den Ort einfach so zu belassen, aber gerade eben mit Augmentierung
Ebenen hinzuzufügen, die dann die Geschichten erzählen, die den Ort wieder zum Leben erwecken vielleicht oder auch einfach nur Informationen vermitteln. Da gibt es sehr schöne Beispiele. Also eins, was ich finde, was immer noch nach wie vor mit am besten funktioniert, ist Graceland, das Haus von Elvis Presley. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt oder vielleicht schon mal dort war. Ist ja eigentlich also so ein Raum, so ein Ort ist einfach der Wahnsinn. Jeder Raum ist komplett durchgestaltet, bis in jede Oberfläche. Und da können Sie eigentlich nicht mal ein Schild oder irgendwas oder irgendwas ergänzen, ohne den Raum zu stören. Und dort ist, finde ich, wie ich finde, ein sehr, sehr intelligentes Besuchersystem eingeführt worden, was mit Tablets arbeitet und eben den Raum mit diesen Tablets erschließbar macht, ohne ihn zu verändern. Und das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Ja. Das ist der Idealfall, aber ich habe gerade vorhin bei meiner Gesprächsrunde auf das Krämer-Museum verwiesen. Das ist ein anderes Beispiel, das andere Extrem. Krämer-Museum, wie gesagt, ist ein rein virtuelles Museum, aber die haben einen Architekten beauftragt, für dieses virtuelle Museum auch ein Gebäude zu bauen, also ein 3D, aber das gibt es nur in der virtuellen Realität, wurde von einem Architekten durchdesignt, durchgestylt. Die Bilder sind in 360-Grad-mäßig kreisförmig angeordnet. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Space-Raum, wie so Space Lab oder wie so ein Weltraumschiff. Man kann auch rausschauen und sieht dann in den Sternenhimmel. Also man hat das Gefühl, man ist auf einem Planeten gelandet, da in einer fremden Welt und dort sind dann diese Objekte angeordnet. Sie können sich durch dieses virtuelle Museum auch durchbewegen. Über die Ästhetik dieses virtuellen Museums kann man jetzt sehr geteilter Meinung sein, aber sie hat natürlich die Notwendigkeit, nachdem es eine Virtuality-Anwendung ist, nicht einfach nur jetzt 74 Bilder in einer langen Reihe irgendwie hinzuhängen und das war es dann, sondern sie hatten schon die Idee in Anspruch, wir bauen auch in der virtuellen Welt ein Museum mit den ganzen, sie können sich in einem virtuellen Museum sich anders bewegen wie im realen Museum, weil sie können zwar gehen, das geht auch, nur sie haben das Problem, meistens ist ihr Wohnzimmer zu klein, also müssen sie sich hinteleportieren und das geht eben in der virtuellen Welt, dass sie eben über entsprechende Eingabegeräte sich dann vor das Bild hinteleportieren, sie können das Bild quasi selektieren und dann werden sie vor das Bild hinteleportiert, dann stehen sie im optimalen Abstand vor dem Bild, können aber noch näher und weiter weggehen und wenn sie dann zum anderen Bild gehen wollen, das also weit, weit weg ist, können sie laufen, wenn sie ein großes Zimmer haben oder sie werden irgendwann mal sich sozusagen auch wieder hinteleportieren. Also sie können beides. Und man sieht schon, man spielt jetzt auch im virtuellen Raum mit dem realen Raum, wie wir uns im realen Raum bewegen, wie wir im realen Raum navigieren. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, die es im realen Raum nicht gibt, weil Teleportation funktioniert hier nicht wirklich. Aber in der digitalen Welt funktioniert das sehr gut. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, diese Mischung zwischen real und digital. Das können Sie jetzt in solchen digitalen Museen, wo Sie alles kontrollieren können, natürlich ausprobieren. Da haben Sie quasi in der Beziehung mehr Spielmöglichkeiten. Sie zahlen natürlich einen Preis dafür. Und das ist genau das, was Eberhard vorhin gebracht hat, dieses Auratische und dass die Stimmige, das ist nicht dann dort weg. Das müssen Sie dann eben durch andere Konzepte ersetzen, die dem Besucher trotzdem einen Mehrwert bieten und ihm auch motivieren, in so ein Museum zu gehen. Sonst wird er nämlich mit den Füßen abstimmen und wird einfach in solche Museen nicht gehen. Und dann würden auch diese Museen keine Besucher finden und virtuelle Museen, die keine Besucher finden oder digitale Museen, sind genauso zum Sterben verurteilt wie reale Museen, wo niemand hineingeht. Also im Prinzip stehen beide vor der gleichen Herausforderung. Sie müssen die Besucher faszinieren und zu verweilen im Museum einladen. Ich schaue in die Runde. Ich würde, glaube ich, wenn nicht ganz große Proteste kommen, zum Schluss kommen, beziehungsweise uns drei die Gelegenheit geben, vielleicht aus dieser etwas angespannten Situation ins vielleicht eher persönliche Gespräch zu kommen. Wir haben ganz am Ende, so zum Abschluss, noch eine Frage, mit der wir gerne sehen wollen, wie zukunftsoptimistisch die Konstanzer Bevölkerung ist. Und eine letzte Frage vorbereitet. Ich kann mir selber vorstellen, in Zukunft eine Virtuality-Brille zu nutzen, und zwar um erstens virtuell shoppen zu gehen, zweitens für virtuelle Treffen mit Freunden, drittens um Orte zu erleben, die ich sonst nicht bereisen kann, viertens für einen virtuellen Besuch im Erlebnispark, fünftens um Filme und Serien zu schauen und sechstens um damit Online-Games zu spielen. Also virtuell shoppen, virtuelle Treffen mit Freunden, Orte erleben, die man nicht bereisen kann, virtueller Besuch im Erlebnispark, Filme, Serien oder um ein Online-Game zu spielen.
um Orte zu erleben, die ich sonst nicht bereisen kann. Das ist ziemlich eindeutig. Tatsächlich ist dies eine Frage, die in einer größeren Umfrage gestellt wurde und einfach auch zum Nachdenken, wie da bisher die Ergebnisse waren. Oh, das kann man jetzt, glaube ich, sehr schlecht sehen. Also es war eine Marktforschung. Und wir sehen auch hier, dass wir ähnlich, also Orte zu erleben, die man sonst oder nicht erleben kann, mit den größten Zuspruch hat, wobei es nochmal eine Differenzierung gibt auf der rechten Seite, wie eigentlich die jüngere Generation, die Digital Natives, da abstimmen. Und da sieht man auch nochmal, dass es hier, ich glaube, Herr Reiterer, Sie hatten es erwähnt, wir verändern uns als Menschen auch mit den digitalen Medien, dass auch hier die junge Generation und schon ganz anders mit den digitalen Medien umgeht. Wenn ich meine zweijährige Tochter immer wie die mein Smartphone benutzt, also dann kann man schon, das Intuitive ist tatsächlich etwas, was doch sehr erstaunlich ist bei diesen digitalen Medien. Ich möchte in diesem Sinne die schöne Runde vielleicht nicht beenden, aber in einem anderen räumlichen Setting auflösen. Herr Reiterer, Herr Schlag, ich bedanke mich ganz herzlich für die anregende Diskussion. Ich nehme ganz viele Fragen für mich, über die ich nochmal nachdenken muss, mit nach Hause. Mir bleibt die schöne Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass Grenzgänger immer spannend ist und es auch demnächst wieder ein genauso spannendes Veranstaltung geben wird, nämlich am 9. April. Ebenfalls um 20 Uhr, aber nicht in Konstanz, sondern grenzüberschreitend in Kreuzlingen zum Thema Identität und kulturelles Erbe, wo wir hoffen, dass wir Sie wiedersehen und eben einen genauso schönen Abend verbringen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz real noch ein gutes Bier oder einen guten Wein und schöne Gespräche. Vielen Dank.